dass wir das alles hinnehmen müssen, sondern dass du anfängst, deinen eigenen Kopf einzuschalten. Hi Leute. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das dir sicherlich sehr weiterhelfen kann. Und das ist auch mein absolutes Anliegen in allem, was ich vermittle, was ich selber leben möchte und was ich Menschen nahebringen möchte. Und ich habe irgendwann mal den Spruch gehört: Oder bevor ich den Spruch gleich sage, mir ist aufgefallen, dass viele extrem hörig waren, wenn Lehrer, wenn Autoritäten, wenn jemand was sagt. Aber häufig war es eine blinde Hörigkeit. In der Vergangenheit sieht man ja auch, was daraus entstehen kann. In der deutschen Geschichte sieht man es ganz gut. In der Weltgeschichte sieht man es ganz gut. Und mein Anliegen ist es wirklich, und das ist auch das, was ich selber immer wieder gemerkt habe. Ich konnte von dieser Biene hier was lernen. Ich kann von einem Kleinkind was lernen. Ich kann von einem Erstklässler was lernen. Ich kann auch von einem Deppen was lernen, der vielleicht irgendeinen doofen Spruch aufgeschnappt hat, der aber trotzdem stimmt. Und das ist genau der Punkt, den ich da erkannt hatte und gemerkt habe, hey, der bringt mich wirklich weiter. Und irgendwann hat es jemand so schön formuliert: Wir sollten wieder dahin kommen, dass nicht Autorität Wahrheit ist, sondern dass Wahrheit wieder zur Autorität wird. Und lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Das heißt, dass egal wer was sagt, wenn das stimmt, dass du das für dich annehmen kannst. Auch wenn du vielleicht seinen Kleidungsstil nicht magst, auch wenn du vielleicht nicht in allen anderen Punkten mit ihm übereinstimmst. Ich habe gemerkt, ich bin der Depp, wenn ich nichts lernen kann, nur weil ich meine vorgefertigte Meinung von jemandem habe und dann stimmt alles andere nicht. Und das ist das auch, was ich dir vermitteln möchte und was dich in deinem Leben wirklich weiterbringen kann. Und wenn wieder Wahrheit, das was stimmt, zur Autorität wird, dass wir wieder das, was stimmt, nach oben stellen und uns davon was sagen lassen. Aber nicht, weil jemand irgendwo steht, in irgendeiner Position, dass wir das alles hinnehmen müssen, sondern dass du anfängst, deinen eigenen Kopf einzuschalten, wirklich nachdenkst und schaust, ergibt es Sinn für dich? Ergibt es Sinn für dich? Unabhängig von deinen Likes und Dislikes, von deinen Dingen, die du magst und nicht magst, von deinen voreingenommenen Einstellungen, von meinen voreingenommenen Einstellungen. Wenn ich merke, das stimmt, das macht Sinn, dann kann ich das aufgreifen, auch wenn mir sonstige Umstände, wie jemand lebt oder sonst was, nicht passen.
oder ich die nicht für gut heiße. Und das ist genau der Punkt. Und das ist mein einziges Anliegen. Wahrheit als Autorität und nicht Autorität als Wahrheit. Und das ist auch das, da bist du auf meinem YouTube-Kanal auch genau richtig, wenn es dir darum geht. Vielleicht mögen dir manche Sachen nicht passen. Mach dein eigenes Bild. Wenn deine Einsicht nicht mit dem übereinstimmt, was ich sage, wie es, ja, Buddha hat es auch gesagt. Und dann sollst, ja, dann mach's nicht. Schau, was ist sinnig für dich. Es ist die eigene Erkenntnis, die du machst. Wenn du irgendwas blind nachmachst, dann führt dich das nicht weit. Und dann kannst du wirklich wieder von allem lernen. Sehr schön kann man auch von der Natur lernen. Du kannst dir viele Prinzipien hier abschauen. Haben auch immer wieder viele Menschen gemacht. Viele Architekten. Und viele Leute, die wirklich schöne Sachen entdeckt haben. Und dann wirst du auch merken, entdecken, etwas aufdecken, erfinden. Wir haben häufig was gefunden. Daher kommt das Wort erfinden. Auch Strom, Elektrizität. Sowas hat ja niemand erfunden in dem Sinne, wo du das Wort häufig verstehst. Das sind Dinge, die du hier entdecken kannst, wenn du eine Aufmerksamkeit reinbringst. Und eine Klarheit und Wahrheit in dein Leben zu bringen, kannst du machen, wenn du beginnst, Wahrheit als Autorität hinzustellen. Das meine ich in einem positiven Sinne. Eben nicht in einer blinden Gehörigkeit, sondern in einer freien, hingabevollen und schönen Art und Weise. Und das möchte ich eben dir auch nahebringen. Und wenn du merkst, hey, es resoniert mit dir, das setzt da an, wo du hin möchtest, das setzt da an, was du machen möchtest. Und du möchtest nicht irgendwie verhätschelt werden wie ein Kleinkind, was auch mal ganz nett sein kann eine Zeit lang. Aber du möchtest auch wissen, wie es ist und nicht ständig irgendeine Story vom Weihnachtsmann hören. Auch wenn das vielleicht dein Weltbild mal kurz auf den Kopf stellt, du komplett neu umdenken musst. Ja. Dann bist du hier genau richtig. Wenn du Lust hast, können wir auch mal gerne gemeinsam schauen, wo du stehst und wo du dann wirklich hin möchtest. Aus einer inneren Motivation heraus, aus einer intrinsischen Motivation und nicht wegen irgendwelchen äußeren Anreize, sondern was willst du wirklich hier machen? Was willst du entdecken? Was willst du erfahren? Was willst du in diese Welt tragen? Und du kannst immer nur das in die Welt tragen, was du selber bist. Wenn eine Blume duftet, dann sendet sie das aus und es zieht alle an. Alle Bienen. So läuft es. Und wenn du Lust hast und merkst, hey, dann möchtest du jetzt wirklich mal schauen, wo du auch wirklich aktuell stehst und wo du hin möchtest. Wo möchtest du wirklich hin in deinem Leben? Was sind deine Ziele und was erfüllt dich? Wie frei und unabhängig möchtest du sein? Und was möchtest du hier aufbauen? Und wie möchtest du leben? Und wenn du das herausfinden magst,
Kannst du auch mal schauen, auf meiner Website ist ein Link. Können wir Gespräch ausmachen, ein kostenloses Strategiegespräch. Und da können wir das Ganze rausfinden. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute. Mach's gut. Ciao.